Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Weiter geht's. Da unten in dieser kleinen Höhle sind wir nun, haben das letzte Mal noch diesen Erdenhammer gefunden. Ein äußerst interessanter Skill. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wo es weitergeht. Ich fühle mich gerade so eingesperrt hier. Hä? Hilfe, ich komme hier nicht wieder raus. Ah ne, da. Geht ja gut los. So. Also, wir haben noch einiges hier zu tun. Dieses ganze Gebiet ist noch nicht so 100% überschaubar für mich, muss ich zugeben. Aber wann ist schon mal ein Gebiet für mich überschaubar? Gucken wir jetzt einfach mal, was wir noch so finden. Hier dürfte ja nichts mehr sein. Da haben wir gegen die dicken Typen gekämpft. Die sind jetzt Geschichte. Oh, ich kann meine Magie nicht mehr auffrischen. Dann werde ich auch gleich Geschichte sein. Ah, mal gucken. So. Ach, die weite Welt. Will ich jetzt runter müssen? So, doch schon ganz weit oben, wenn das Ding so weit unten ist. So langsam glaube ich nicht mehr, dass wir dorthin kommen. Aber es sieht doch nicht so aus, als gäbe es da was Interessantes. So, ich könnte jetzt, bringt jetzt nichts, wenn ich da jetzt wieder hingehe, weil da wäre ich halt nur wieder auf diesem Absprung hier. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt den Weg rechts nehmen. Was mir auch ganz recht ist, weil ich würde jetzt doch gerne mal gucken, wenn ich da diesen einen Dings da nehme. Da komme ich ja jetzt nochmal hin. Ist hier überhaupt alles tot? Ja, ne? Ich gehe jetzt mal darüber. Einfach mal schauen, was da so ist. Oh, jetzt höre ich wieder jemanden. Da oben war ich auch noch nicht. Huch. Krankenwagen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja, wahrscheinlich ziemlich laut. Okay, vorsichtig. Wäre jetzt fies, wenn da jetzt wieder so ein Speerwerfer käme. Das wäre irgendwie so typisch. Da unten bin ich rumgelatscht, ne? Da unten war ich schon mal, meine ich, auf dem Dach, aber hier noch nicht. So. Okay. Da ist die Brücke. Ich geh jetzt mal da rein. Ach ja. Natürlich, das macht Sinn. Wirklich eine Abkürzung ist das jetzt nicht zu irgendwas, oder? Ich meine. So, jetzt sind wir wieder bei der Lady, genau. Geh wieder hoch. Ja gut, doch, über die Brücke. Mal gucken, was da so los ist dann. In dem Sinne kann es natürlich doch eine Abkürzung sein. Kann es natürlich auch sein, dass es hier weitergeht. Na, mal schauen. Der Typ da unten, den man hört. Hier vorne sehe ich den einen und sonst mal keinen. So, ich habe aber auch irgendwo jetzt noch ein Item blitzen gesehen, wenn ich mich fallen lassen würde. Dem wollte ich jetzt nochmal nachgehen. Hier liegt, glaub, oder? Da liegt doch was. Es ist so hell. Das könnte was sein. Bin ja dann schnell wieder unten, das ist ja kein Problem. Oder ist da doch nichts? Sieht so hell aus, als würde da ein Item liegen. Aber es ist, glaube ich, doch nur Schnee. Kann ich den Typ von hier. Hey! Was haust du denn jetzt? Du drauf. So, tschüss. So, ich wollte nochmal da gucken. Nee, das ist kein Item. Das ist nur Schnee. Ich kann da auch gar nicht dran springen. Ich meine, das ist ja zu uneben. Da wird er ja nicht rumlaufen können. Also kann das gar nicht sein. Und auf der Seite war auch nichts, oder? Ja, die Hartussi. Gut. Ihr könnt mir ja schreiben, falls da doch irgendwas liegt, wo ich runterspringen soll. Ich glaube, ist eher nicht. Ich gehe jetzt mal weiter hier.
lang kann ich es mir auch... Nee, das ist nur Schnee. Das ist kein Item. Das ist kein Item. Okay, dann mal weiter. So, jetzt kann ich darüber zu dem Typen. Ich könnte eigentlich auch mal... Wisst ihr was, wenn ich jetzt die Speichermöglichkeit habe, dann kann ich ja meine Flakons auffrischen. Wäre vielleicht sinnvoll, anstatt hier jetzt weiter rumzulungern. Andererseits, 21.000... Ich habe so schön aufgeräumt, oder ich gehe erst nochmal dahin zurück und schaue mich weiter um. Weil die Wahrscheinlichkeit, weil da geht es ja auch nochmal über so eine brückenartiges Ding, die Wahrscheinlichkeit, dass es da grundsätzlich weitergeht, ist ja ziemlich groß. Jetzt gucke ich vielleicht noch mal im alten Gebiet, oder besser gesagt im unteren Gebiet, ist ja das gleiche, ob ich da noch irgendwo rankomme. Und ja, dann kann ich ja ein Leuchtfeuer bzw. einen Heimkehrknochen benutzen und dann an der neuen Stelle weitermachen. Hier zum Beispiel, also wenn ich über die Brücke, dann wäre ich da, dann weiß ich nicht, ob ich an das Item komme. Wäre aber eventuell möglich. Hier ist es sehr tief, da gehe man nicht hin. Einfach nochmal schauen, weil ich habe hier jetzt ja schon relativ aufgeräumt. Und das sollten wir jetzt nochmal ausnutzen. Da ist die Glocke. Wo hole ich denn jetzt schon wieder jemanden? Hier mit euren Geräuschen, ey. So, Glockenmeister. Da ist das Item. Mal gucken, ob ich hinkomme. Sieht eigentlich erreichbar aus. Ja. Titanitbrocken. Irgendwie war ich hier schon, aber hab das Item nicht mitgenommen. Naja. Wie dem auch sei. So, dann hier. Könnte ich hier rumtänzeln. Ja. Aber irgendwie die Brücke, ich bin ja schon wieder... Ich könnte ja sofort wieder in das Gebiet gehen. Okay. Ja, könnte ich tun, aber will ich jetzt noch nicht, weil da, ich gehe mal stark davon aus, dass es hier weitergeht, diesen Pfad. Deswegen gucke ich jetzt hier nochmal in Ruhe. Aber ich glaube, wir haben das Ganze hier, zumindest die Ecke haben wir fertig. Scheint so. Bei dem Pfad vielleicht gar nicht mehr so viel kommt. Okay, da steht noch ein... Ah ja, hi. Jo. Warte, ich komme zu dir. Bisschen Magie sparen. Das ist bei den Typen. Okay. Wie ich schon sagte, das ist meine einzige Orientierung. Ist fremdschämend, ich weiß. Aber wo Gegner sind, da war ich noch nicht. Das funktioniert irgendwie. Für mich. Zum Beispiel hier. War nahe der Glocke, aber ich war anscheinend doch noch nicht in der Ecke. Den werde ich auch mit der Waffe machen. Ich will da nicht runterfahren. So. Denn, da war ich sicherlich schon. Ja, du kannst jetzt... Du kannst jetzt kotzen so viel, wie du willst. Es ist mir relativ egal, wenn du nicht hochkommst. Nee, ich bleib dann erstmal hier. Aber ich mag den Ort. Er hat was. Okay, dann da hinten hin. Das wäre dann auch wieder der Weg, wo mich die Brücke wahrscheinlich hingeführt hätte. Genau, da unten haben wir aufgeräumt. Also bleibt eigentlich nur noch der Weg hier. Beziehungsweise ist hier noch... Nee. Mal kurz gucken. Ja, dann bleibt ja nur noch die Seite. So, den machen wir auch fertig, oder? Hat der Anhängsel? Ah! Wo, was, wie? Wer war das? Wie ich nichts raffe. Wie ich nichts sehe, vor allem. Ah, der! Alles klar. So, da lauf ich hin. Das hat er überhaupt nicht mitbekommen, der Held. So, tschüss. Den da. Ah, das reicht eh nicht mehr. Das war's mit Magie. Bam. Bin
doch auffrischen gehen können. Ist auch nichts. Ja, was machen wir denn jetzt mit dir? Jetzt bist du da auf der einen Seite, ich auf der anderen. Ich kann nicht zu dir rüber. Ich muss doch den anderen Pfad nehmen, ha? Um da hochzukommen. Ja, da unten war ich schon. Das ist jetzt doof. Jetzt habe ich den auch auf mich aufmerksam gemacht. Ja, okay, da muss ich jetzt doch diesen Pfad nehmen. Das sollte jetzt eigentlich der einzige sein, den wir noch nicht ergründet haben. Orientierung. korrigiert mich einfach, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das dürfte es dann langsam gewesen sein. Jetzt nur noch da hoch. Den Rest sollten wir gemacht haben. Jetzt wieder den richtigen Weg finden da. Nee, Quatsch, ich lasse mich einfach da hinten fallen und dann komme ich hin. Genau, das ist der angeschlagene Typ, hoffe ich mal. So, und ich lasse mich jetzt hier fallen. Ups. Da unten war ich schon. Jetzt gehen wir endlich darüber. Steht das in zwei. Gleich nicht mehr. So. Okay. Noch einer? Ich denke doch mal nicht. So, jetzt muss ich nur mal schauen, wo es jetzt weitergeht. Da liegt Brocken schon wieder. Oder war es das hier schon? Nee, genau, von da komme ich. Theoretisch. Hier ist mein Leuchtfeuerchen. Oder... Moment. Ja, das ist das Leuchtfeuerchen, wo wir angefangen haben. Genau. Sehr kompaktes Gebiet eigentlich. Wenn man so drüber nachdenkt. Und doch irgendwie kompakt, aber doch irgendwie groß. Mysteriös. So, jetzt muss ich nur noch den Weg finden, wo es weitergeht. Ich kann mich an keine Gegner mehr orientieren. Keine mehr da. Der Wald gehört mir. Sehr schön. Aber... Na gut, da hinten läuft noch einer. Ich sollte einfach noch zu dem gehen und da aufräumen. Einfach, weil da noch ein Gegner ist. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein, hier den Weg finden, wo es weitergeht. Eigentlich. Das ist ein bisschen hoch, wenn ich da jetzt runterspringen würde. Das sollte ich vielleicht nicht tun, oder? Das ist ein bisschen hoch. Ist ein bisschen... Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. So. Ja, komm, ich gehe nochmal runter. Oder sollte ich hier mal schauen? Da kann ich jetzt wieder runter. Mal den Weg ablatschen. Das ist eigentlich. Nee, da hinten ist auch nichts. Da komme ich wieder hier hin. Alles klar. Okay. Jetzt mal unten. Hier können wir wieder auf dem Dach rumspazieren. So. Hey Friend, kannst du mir mal eine Wegbeschreibung geben? Wie geht's hier weiter? Hör auf damit. Oh, voll in der Poppes. Voll in der Poppes. Moment mal. Aber da war ich auch schon, ne? Ich bin auch schon rumgelatscht. Genau, ist die Abkürzung. Mehr oder weniger. Unten lag vielleicht mal ein Item oder so. Genau. Dann hier haben wir das Dach. Da waren wir auch schon. Nur noch ein bisschen rumstiefeln hier. Da war ja auch nichts Sinnvolles für mich. Es sei denn...
Aber hier sehe ich auch kein... Das muss auch als Gebiet sein. Hier sehe ich nichts, was mich irgendwie reizen würde. Das Dorf. Schön, ne? So von der Ferne betrachtet, mit all den blöden Krähen, Dämonen. Ja, wir machen heute voll den Sightseeing-Part. Da ist der Balkon. Machen wir auch schon. Jetzt muss ja im Wald weitergehen, das gibt's ja nicht. Aber ich will ich, wie gesagt, nicht nutzen, weil... wird ja nur wieder die Gegnerscharen hervorbringen. Solange ich nicht weiß, wo es weitergeht, will ich keine Gegner mehr haben. Vielleicht doch in dem einen Gebiet, wo es runterging. Dass ich da nochmal gucke. Ja, wenn das jetzt so lange dauert, dann cutte ich auch. Das wird das vielleicht... Oh! Ich höre Gegner. Okay. Okay. Dann habe ich hier einen neuen Anhaltspunkt. Da ist die Glocke. Wo ist der Gegner? Wo ist der? Da hinten. Da habe ich gerade eine Fackel gesehen. War ich hier? Dieser große Pfad war ich noch nicht. Interessant. Was ist denn da hinten? Steht doch auch einer, aber der wird jetzt nicht kommen, wenn ich den töte, hoffe ich. Ach, guck mal, da bin ich ja mal gestorben. Interessant. Wie lange ist denn das jetzt schon her? Oh, hi. Ja, ich hab doch die ganze Zeit, ich höre doch da links. Oh Gott, ja. Oh Gott, das sind ja ein Haufen Shit. Okay, hier geht's weiter. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt hier das ganze Gebiet fertig haben, so oft wie ich da hin und her gerannt bin. Aber hier waren wir noch nicht. Und das ist, das wird gar nicht so einfach. Das sind jede Menge. Und die rufen sich bestimmt dann wieder zusammen. Am besten ich mache erstmal diese Höhle da. Aber das sind... mindestens zwei. Egal, wir gehen da jetzt rein. Oh, drei! Aber einer mit Schild. Shit, einer mit Schild ist nicht gut. Ich geh mal weg. Ich geh weg. So, immerhin, ich glaube, zwei habe ich getötet. Zwei haben wir getötet. Ja. Hab halt keine Magie mehr. Ich muss tatsächlich kämpfen. Aber das geht ja auch. Die sind ja jetzt nicht so bockig zum Glück. Das ist alles noch im Rahmen der Möglichkeit für mich. Okay, jetzt ist es nur noch der eine. Da rechts ist auch noch einer, aber der ist weiter weg. Der kriegt das eventuell gar nicht mit. Jetzt gehe ich aber erstmal hier rein. Große Titanitscherbe. Loot. Okay. Gut. Schnell den töten. Ja. Schnapp ich mal das hier. Ich weiß nicht. Oh ja, doch. War schon noch einiges drin. Oh Gott. Ja, jetzt Rückzug. Rückzug, sag ich. Jetzt hat er wieder die Meute gerufen. Was ich mache, ey. So, das ist mir zu viel. Das ist viel zu viel, Leute. So können wir doch nicht kämpfen. Ich muss die jetzt ein bisschen separieren. Ja, jetzt habe ich nur noch den, oder? Ne, da kommt noch einer. Das ist halt... Ach, wie geil, dass ich gerade unsterblich war, dank meiner... meines Hinterrücksangriffs da, Dingsbums, Anhängerhelm, danke. Okay, das war jetzt echt Glück, dass ich genau in dem Moment den von hinten erwischt habe. Und dann ist man halt mal kurz unsterblich und spürt keinen Feuerschaden. So, okay, cool. So, jetzt wieder den alten Weg finden, jetzt habe ich mich wieder verlaufen. Nee, hi. Du alleine wirst jetzt auch nichts ausrichten. Okay, ich habe ich vergessen, tut mir leid. So. Oh mein Gott, wir haben die Meute aufgeräumt. Ich glaub's ja nicht. Die sind ja auch nicht schwer, aber das wird richtig eklig, wenn da hinten ein Boss kommt und ich dann beim Boss sterbe und da immer durchfetzen muss. Ich hoffe mal, dass das nicht der Fall sein wird. Das wird unschön. So, Dele. Okay. Da oben ein Item. Da hinten geht's weiter. Okay, aber jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Bin ich hier hoch?
Also, ich kann jetzt entweder hier lang. Oder ich gehe da drüben weiter. Da drüben. Ich glaube auch, dass es da drüben weitergeht. Ich schaue erstmal hier. Ah ja. Anhängerschild. Das können wir uns ja mal durchlesen. Diese ganzen Anhänger. Die Mütze gucke ich mir auch mal an. Aber habe ich ja schon zwei von denen. Ach, das sind die von Pharon. Wenn ein Krieger Pharon. Ja gut, das kennen wir dann natürlich. Das Schild werden wir dann eventuell auch kennen. Wie sah das jetzt aus? Das große hier. Das Anhängerschild. Hat aber nicht so tolle Werte. Das Standardschild der Anhänger Pharons, gefertigt aus Holz und verstärkt mit Metall. Leichte Resistenz gegen den Abgrund. Nee, brauchen wir natürlich nicht. Ist ja schon alt. Gut. Ist nichts. Dann gehen wir hier entlang. Ja, Spiel, krieg dich ein. Nehme ich noch auf? Ich nehme noch auf, okay. Zweiter Bildschirm ist echt praktisch. Ich weiß gar nicht, wie ich früher ohne zweiten Bildschirm leben konnte. Ich bin wieder bei der Glocke. Oder gibt es mehrere Glocken? Dann hätte ich auch von da kommen können. Aber ich war da oben noch nicht. Ich muss mal gucken, ob ich da links hochkomme. Ja, ich war definitiv noch nicht da. Ist das wirklich schlimm? Nee, das ist keine zweite Glocke. Oder etwa doch? Nein, ist es nicht. Da liegen ja auch noch ein paar Tote rum. Ich habe jetzt einfach die Runde gedreht, aber ich war hier oben noch nicht. Hey! Ja, genau. Weil ich da lang gelaufen bin das letzte Mal, ne? Boah! Nee, anscheinend nicht! Scheiße, was war das jetzt? Jetzt bin ich wieder da unten? Oh! Ah, man hätte auch durch die Lawine da runterfallen können. Aber das ist genau das, was ich, ja, jetzt nicht wollte eigentlich. Dass ich jetzt wieder hier bin. Und irgendjemand mag mich nicht. Oh, toll. Nö, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Oh, jetzt kann ich wieder dahin schlappen, aber... Okay, macht ja nichts. Ja. Hätte man eigentlich, so hätte man da reinputzeln können. Das wäre natürlich sehr fies gewesen, zu den ganzen Dicken. Aber die sind ja zum Glück schon tot. So, jetzt wieder da hoch. Den Weg habe ich das letzte Mal vermisst, so ein bisschen. Und... Ja, da hinten ist ein Gebäude. Naja, und da ist noch eine Brücke. Ja, das ist ja auch das letzte Gebiet, wo wir jetzt noch weitermachen wollen und müssen. Genau, jetzt bin ich wieder hier und jetzt bitte nicht wieder so eine lawinenartige, doofe Sache. Ach, da komme ich jetzt gar nicht rüber, Mist. Muss ich jetzt doch wieder komplett außen rum oder was? Toll. Ja. Okay, das ist jetzt schade. Ich dachte, ich könnte hier jetzt weiter drüber. Okay. Dann muss ich jetzt halt nochmal komplett da lang. Dann nach rechts. Ich will wieder dahin, wo ich war. Mensch, tut mir das doch nicht mal an. Ja, hier will ich hin. Genau. Wer schießt denn da eigentlich? Wo ist denn der? Der muss ja... Ah, da oben. Wie komme ich denn da hin? Okay, das ist noch ein weiter Weg. Und vor allem da hinten ist ja auch nochmal eine Höhle. Aber ist diesen Baum da, den können wir bestimmt als Abkürzung wieder umschmeißen. Garantiert. Oh, das erschreckt sich noch ein bisschen, das Gebiet. Okay, mein einziger jetzt noch übriger Weg ist diese Richtung. So viel ist sicher. Und dann kommen wir da schon irgendwie irgendwann hin.
Hier waren wir überall. Da ist die Glocke. Genau, wir gehen da lang. So, höre schon wieder welche. Schauen, ob jemand zu mir kommt. Anscheinend nicht. Die Geräuschkulisse, die macht mich einfach hippelig. Nix sieht. Oh. Das sind ja echt mal wieder Wölfe. Gab's schon lange nicht mehr. Okay, auch noch eine Ecke, wo ich nicht war. Ach, ich bin schon hier. Ich bin schon auf der einen Seite, die ich von der Ferne gesehen habe. Schön. Auch gut. Große Titanitschärpe. Mensch, wo ist denn das Vieh? Da. Hey. Ui. Tut mir leid, dass ich deinen Papa getötet habe. Aber der war böse. Okay, da komme ich wahrscheinlich auf die... Ah, nee. Ich glaube, das ist Bonus. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Ja. Also dafür, dass meine Orientierung mal wieder unter aller Sau ist, geht's ja voran. Das ist ja immer die Hauptsache, ne? Oh. Ach, da! Ich hab nicht gesehen. Lass stecken, bitte. Habe ich noch so eine Anhängerfackel? Weiß nicht, ob ich die hier was brauche. So, dann jetzt den oberen Weg. Sieht seltsam aus hier, dieses Gestein. Es geht auch ohne Magie, ne? Ich mach's mir halt nur gern einfach. Aber das ist ja nichts Neues. So. Dann bleibt uns jetzt noch dieser Weg. Da steht keiner. Hi! Du Penner, ruf doch nicht deine 10.000... Oh, Scheibe! Okay, wenn wir jetzt... Oh, hier zu kämpfen ist aber auch nicht so dolle. Warte mal, wir gehen ein bisschen zurück. Ich will nicht in den Abgrund. So, Wölfies. Ich schlag einfach die ganze Zeit. Lalala. Hinter dir! Anvisieren! Anvisieren! Die sind ja jetzt nicht so das Problem. Eigentlich sind die ganzen Gegner bisher kein Problem, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Außer die dicken, großen, da ganz unten natürlich. Aber unser Feuerschwert leistet auch hier mal wieder absolut perfekte Dienste. Kann mich überhaupt nicht beschweren. So, war es das jetzt schon? Oder waren da noch mehr? Da stehen noch welche. Ah, oh, so ein richtiges Rudel hier. Drei? Ne, sind zwei. Ich würde jetzt gerne, ne, am liebsten mit meiner Magie einfach drauf. Aber nö. Nix drauf. Ich kann es auch ignorieren und erstmal hier hochgehen. Ist dann nur wieder die Frage, wo geht's weiter? Da oder da? Das weiß ich eben nicht. Ich gehe erstmal da lang. Das sieht nämlich so aus, als wäre das nur so ein kleiner Absprung. Ja gut, komm. Es ist halt zwei. Müssen wir mit leben. Kuckuck. Oh. Pärchen ausgeschaltet. Was habt ihr euch da angeguckt? Ach, das alte Gebiet, ja. Habt ihr zugeguckt, wie ich hier da unten rumgegammelt bin, ne? War bestimmt sehr episch und so. So, okay, dann erklärt sich das natürlich auch. Dann nee, das ist nichts. Dann geht's jetzt nach oben und dann sind wir auch auf der anderen Seite. Und bald bei der Brücke und bei der Höhle. Ich bin gespannt. So, wir könnten jetzt da lang... Oder da lang. Oh ne, da hinten ist ein großer Ritter. Oder? Ja. Ich gehe da lang. So, ich hoffe, dass ich... wir haben es jetzt so weit geschafft. Ich hoffe, dass ich es echt noch zu dieser einen Abkürzung schaffe. Das wäre eine richtig wertvolle Abkürzung.
wir da kriegen könnten. Oh Gott, der hat rote Augen. Mist. Was hat der für eine Waffe? Bogen? Aber trotzdem hat rote Augen. Er scheint nur ein Item zu beschützen, oder? Ne, da hinten geht es eventuell noch in eine Höhle rein. Ich werde gleich machen. Wie gesagt, ich habe mein oberstes Ziel ist jetzt die Abkürzung noch eventuell noch zu erreichen. Aber das werde ich wohl nicht können. Oh shit. Okay, das wird brutal schwer. Ohne meine Magie. Ich bin wieder von den Großen beschützt. Shit. Das wird nicht schön. Naja, probieren wir mal den. Die Axt, ich habe mich nur selbst in die Luft. Oh, der Schaden ist nicht gut. Kann ich da erstmal draufholen? Ja, jetzt ist er dran. Ja, Freund. Ja. Das war so schön, ne? Jetzt erstmal wieder an ihn rankommen. Ach, das Gedöns wieder. Okay, den hätten wir. So schwer sind die doch gar nicht. Ich stelle mich nur wieder an. Große Zitanitscherbe. Schade, doch keine Höhle, wo es weitergeht. Der Stoßsteinhammer ist auch wieder... Ich sammle richtig deren ihre Waffen komplett hier. Ich merke das schon. Stoßsteinhammer. Hier. 40 Stärke. Oh Mann. Der Kopf dieses Hammers des Mühlenforstritter besteht aus natürlich geformten Stein. Dieser Ritter kämpfte Hand in Hand mit dem Erbe... mit der Erde und diese Waffe. Eine der ältesten in Mühlenforst ist das Symbol dieser Bindung. Fertigkeit, beben. Rammt den Hammer. Ja, okay. Hatte ich das jetzt nicht schon zweimal? Nö, das andere... ist wohl anders. Ja, das war ja das Erdendingswurz. Ja, Erdensucher, genau. Ja, okay. Ist natürlich nichts für mich, ist klar. Gut, den hätten wir erledigt, aber jetzt muss ich... Das hilft jetzt auch nichts. Jetzt muss ich dahin, wo die zwei Typen stehen. Die trennen mich jetzt noch von dieser Brücke, von der Höhle und eventuell von deiner wertvollen Abkürzung. Das wird jetzt übelst. Also wenn die zu zweit da ihre Pfeile schmeißen, der eine im Nahkampf, der andere im Pfeil, dann kann ich das wohl eher nicht schaffen. Muss ich einfach realistisch sehen, weil er ist ein Kämpfer und hinter ihm macht einer die ganze Zeit mit Pfeil im Bogen rum. Es ist aber hier so eng, ich müsste ihn eigentlich machen. Das ist... Vielleicht kann ich ihn hierher locken und dann schauen wir mal, wie es läuft. Auf jeden Fall muss ich in Bewegung bleiben. Ja. Ach, das wäre jetzt so einfach. Wie einfach stehen bleibt der Typ. Schade, dass seine eigenen, die eigenen Pfeile denen nichts anhaben. Es wäre so einfach mit Magie jetzt, aber nee. Und dann halt auch noch ausgerechnet dieser Typ. Den mag ich ja am allerwenigsten mit seinem Schild. Aber wie gesagt, ich versuche ihn jetzt mal herzulocken. Muss jetzt einfach so vorgehen. Der lässt sich nicht locken. Okay, das ist natürlich mies. Dann muss ich versuchen durchzurennen. Hat ja alles sonst keinen Sinn. Auf. Ah, nein! Das... Oh Gott, nein! Weg da! Ich will ihn nicht mehr anvisieren. Ich will weiter. Hi! Junge, das tut weh! Das tut verdammt weh! Okay, wartet, wartet, wartet. Ich nehme hier dieses Item und... Ich gehe ja schon! Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ist hier mein Baum? Hier ist mein Baum. Hier ist mein Baum. So, lass mich das mal kurz bitte machen. Baum fällen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Das war's von mir. Hallo. Ja, alles cool. Ich habe die Abkürzung. Ich habe das, was ich wollte. Yay, und die Typen verfolgen mich nicht mal. Ach, geil. Wo bin ich jetzt? In einer Mine. Wie cool ist das denn? Hier wird's, doch hoffentlich so aus wie Leuchtfeuer geben, oder? Oh, oh. Okay, wir brauchen nicht unbedingt ein Leuchtfeuerchen, weil wir haben ja die Abkürzung. Aber ich möchte jetzt gerade nochmal rausgucken, ob da nicht noch was war. Die stehen jetzt da oben, ne? Die kommen eh nicht. Ja, die schauen nicht mal in meine Richtung. Die Abkürzung an sich führt mich jetzt darüber. Wo ich ja jetzt... war ich da jetzt eigentlich schon mal direkt? Ich muss das gleich nochmal checken. Ach, wie schön.
genau, wenn ich die Abkürzung nehme, dann stehe ich da, dann... Ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine richtige Abkürzung... Ich muss das mal checken, ich muss da mal drüber. Ist hier noch was? Nee, ist nix. So. Die sind immer noch unaufmerksam, oder? Nicht, dass die auf einmal anfangen mit ihrem Pfeilen. Das wäre sehr ungünstig, wenn ich hier rumbalanciere. Ich weiß es, ich mache so, als wäre das so ein Seil. Das ist so von der Vorsicht her, aber ihr kennt mich ja. Das ist gar nicht so eine richtige Abkürzung, oder? Weil, ah doch, da komme ich rein. Mal gucken, wo das hinführt. Ah ne, da bin ich, wenn ich hier... Ich muss ja wissen, wo ich herkomme. Ah, ja, genau, genau, genau. Ja, alles klar, ich weiß, wo das ist. Also ist es eine super Abkürzung. Gut. Dann ab mit uns. Genau. Hochleben, die Abkürzung. Dann können wir natürlich das Stück, ein Stück noch weitermachen. Die Insekten waren ja jetzt nicht so schwer bis jetzt. Auch die können wir... mit unserer Waffe erledigen und die zwei Typen, ja, wenn ich wieder Magie habe, dann klappt das schon. Aber eigentlich haben wir diesen Typ Gegner schon oft genug bezwungen. Und die lassen ja auch immer nur Titanitbrocken fallen, das ist ein bisschen langweilig. So, aber ich weiß nicht, es könnte sein, schaut mal das Ding da oben, dass da irgendwie so eine Insektenkönigin oder so rauskommt. Boss Time. Und da hinten dieses blaue Insekt oder was das ist. Da ist so ein bläulicher Schimmer um das Vieh. Das ist auch neu. Oder? Das haben die doch normalerweise nicht, so einen bläulichen Schimmer. Gut, aber... ich weiß halt nicht, ob hier ein Bosskampf kommt. Nee, der... ich muss jetzt einfach riskieren und gehe weiter. 50.000 Seelen sind ja mittlerweile auch nicht mehr so viel. Hallöchen, ihr ekelhaften Viecher. So... genau, wer du mal auf mich aufmerksam. Das ist schon lange her, dass man fliegende Gegner sieht. Also so fliegende Insekten. Da erinnere ich mich noch an Demon's Souls, an diese jeglichen Insekten-Promis. Und ich glaube, in Dark Souls 1 gab es auch nochmal so Fliegen, oder? Aber dann in Dark Souls 2 gab es da auch Fliegen. Ich hab mich grad, aber wenn sie einmal erwischen, dann ekelhaft. Aber gut, aber der Schaden geht. Der Schaden ist human. So. Gut, die sind wirklich relativ harmlos. Oh, aber sie machen hier einen ganz ekligen Shit. Ich blute. Ah, fuck. Wie kriege ich denn das weg? Oder ich warte einfach. Wie lange hält denn jetzt die Blutung an? Das ist ja ekelhaft. Shit. Was habe ich denn gegen Blutung? Ich benutze so selten halt was, dass ich da was gefunden habe. Bringt Blutungszunahme, benutzen. Ah ja. Das ist es. Toll, das hat mich jetzt ja nur 3 Flakons gekostet. Ja, okay. Sollte ich mir das vielleicht auf die... na gut, nee, das schaffen wir jetzt schon. Okay. Also im Grunde sind sie harmlos, aber wenn sie mal zubeißen, dann ist der Blutungseffekt echt ekelhaft. Aber ich weiß ja jetzt, was ich benutzen muss. Denkst du mal ein bisschen schneller und dann läuft das schon. So. Was macht ihr da? Ich will halt nicht so viel auf einmal triggern. Okay, komm. Seid ihr da am Essen oder was? Jetzt höre ich schon wieder Geräusche hinter mir und über mir und überall. Egal. Mache ich erstmal die, wo ich sehe, kaputt. Hallo. Na, soll mir recht sein, wenn ihr so teilnahmlos seid. Und eine große Insektenkönigin scheint auch nicht zu kommen. Bin ich ja froh drum. Oh mein Gott. Ist das verseucht hier. Das ist ja furchtbar. In echt würde ich da niemals reingehen. Niemals. Das ist ja schlimmer als jeder Dämon. So, jetzt will ich aber gucken, hier könnte man vielleicht leicht was übersehen oder so. Die zappeln. Selbst tot sind sie eklig. Oh,
Oh, ich klopfe halt ein bisschen an die Wände vielleicht. Find mal was. Hier wohl eher nicht. Wenn ich hier was machen will. So, dann mal auf die andere Seite. Mal gucken. Solange diese ganzen Eier da nicht ausschlüpfen oder so, das ist ja noch human. Das Ding hat auch nichts zu bedeuten, zum Glück. Anvisieren kann ich es auch nicht. Also wird es wohl nichts sein. So. Okay, ja, das ist, tief. Wenn ich da balanciere, ich will erstmal einen regulären Weg finden. Hier? Nee. Doch, da kann ich drüber laufen. Das ist so neblig. Man sieht es kaum. Aber man kann hier drüber laufen. Okay, dann versuche ich erstmal das Item zu krapschen. Ich hoffe, mich stört dabei nicht irgendetwas. Ah, du Drecksvieh. Du würdest mich runterschubsen, aber sowas von. Toll, was mache ich jetzt? Ah, ich will zaubern. jetzt kann ich extra den Bogen rausholen wegen dem Vieh. Das hätte mich garantiert runtergeschubst, aber sowas von. So, die werden ja jetzt mit dem Bogen hoffentlich auch ganz schnell zu vernichtend sein. Ja, vielleicht auch nicht. Geh weg! Okay, oder so. Liegst du jetzt hoch? Boah, ich hasse dieses Umgeräusch. Ich hasse sie so sehr. Brauche ich ein Insektenspray. Ah, auf zu summen. Mach gleich den Ton aus. Das muss ich jetzt erdulden. Ja, Hauptsache, das Vieh ist tot. Das wird mich nicht mehr wegschubsen. Also es ist nicht tot, es ist irgendwo da unten und zoomt eklig rum. Ja. Weiß ja nicht, was passiert, wenn ich da unten bin. Aber da will ich selbst hinlaufen. Ja, oh, das ist so eine dreckige Falle. Und dann so ein Item dahin platzieren. Damit es sich erst recht nicht lohnt. Das sind auch noch ein paar Viecher. Die habe ich vorhin überhaupt nicht gesehen, aber okay. Ach, die sind unter dem Dingens. Ah ja, kommen die jetzt hochgekrabbelt? Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Gut, da sieht man ihre Tatzen oder... Nee, Tatzen nennt, sagt man dazu nicht. Ihre Fühler. Was auch immer. Ihre Hässlichkeit sieht man. So, die kommen nicht hoch. Die kommen nicht hoch, okay. Da kann man hier wieder normal laufen. Ja. Die Decke ist clean. Kommt denn dieser Nebel her? Das war eine ganz schön dicke. Wie? Wie macht die denn? Waren das auch mal Menschen? Ich hoffe ja nicht. So, jetzt schauen wir noch auf der Seite, aber... wird auch nichts anderes sein. Okay. Ach, schön hier, hä? Schön idyllisch. Ich vermisse den Wald jetzt schon. Jetzt müssen wir ja auch irgendwie auf normalem Wege da runterkommen, oder? Irgendwo muss hier eine Treppe oder so nach unten führen. Hier geht's eventuell weiter. Hier ist nichts. Okay, hier haben wir nichts mehr. Dann bleibt uns ja nur dieser eine Weg. Gucke. Oh, es geht aber nach oben, zu meiner Überraschung, nicht nach unten. Okay. Eine Wendeltreppe. Was das wohl hinführen mag? In die Freiheit? Oh. Schick. Schick. Ah! Ja, sehr schick. Abkürzung. Also, das, ja, was heißt Abkürzung? Endlich ist die Tür offen. Mensch. Das komische Geräusch ist ja immer noch. Aber das ist mir egal. Wir haben das Stückchen hinter uns gebracht. Wir müssen nicht mehr in den Wald. Wir müssen keine Abkürzung mehr nehmen. Wir haben diese Tür nun geöffnet. Und, ja, keine Ahnung, muss ich mich wohl reinfallen lassen in die Suppe, ha?
Das können wir dann das nächste Mal tun. Jetzt können wir auch ruhig ans Leuchtfeuer gehen. Ich habe den ganzen Part ausgehalten mit dem bisschen, was wir noch hatten. Und ja. Ich bin zufrieden. Leave us be. Thou art the Lord. Okay, hätte ja sein können, dass, weil ich die Tür geöffnet habe, dass er jetzt vielleicht einen anderen Text von sich lässt. Nee, Mädel. Ich bleib noch ein bisschen und werde mir deinen Keller angucken. Und zwar das nächste Mal, wenn es hier wieder heißt Let's Play Dark Souls 3. Bis denn.